Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. So if you know you've got breath in you, then praise the Lord with me. Praise the Lord. So praise the Lord! Hallelujah! And hallelujah! Praise the Lord! So let's rise up on our feet as we sing together. I pledge allegiance to the land. Quite easy. Let me have the key. You just say,
Come to praise you. Oh, come to love you. Oh, come to praise you. Can we do it together, everybody? Go! Come to praise you. For the good things you have done. Go! Can I say that? Dear Lord, you have been excited. In the singing that we've been singing here. Very good. Okay. The singing that we've been grabbing us is relative, and that's the thing that is up. Yeah, good. Let's go, friends. Thank you.
Let's bow down our heads as we pray to the King. Ancient of Days, we thank you. Lamb of God, we worship. We thank you because you are the God that we know. We know that all other gods are just the words of men. You are the true God. You are the maker of heaven and earth. And we just want to declare your majesty today. We want to say that you are God. Let all that we do today be unto your glory. Let your name alone be glorified. Thank you, Son of God. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. 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 The next song we sing is quite easy. I think we're just all going to enjoy it. I'll tell you, if you want to lift your hands up, if you want to worship him, if you want to just go on your knees, whichever way you feel, just do it. It's all about the King of Kings, the Lord of Lords. Jesus, how we love to call your name. Amen. His name is Jesus.
The name of the Lord is there. Jesus, for you.
lieber Gott zu reden. Wenn man lieber Gott redet, denken die Leute, gibt überhaupt Gott. Wir glauben hier, es gibt Gott. Ja. Und es ist einfach für jeden, der hier ist, wir haben die Aufgabe, diesen Namen weiterzugeben. Ich kenne dich schon seit ca. 5 Jahren, du warst ein bisschen klein. Und jetzt sind wir den jungen Dank hier vor mir stehen, über Gott so mit so einem Selbstbewusstsein zu sprechen. Für meine Eltern. Und das ist für uns alle die hier mit Kindern haben. Es ist unsere Aufgabe, diesen Weg zu zeigen. Mitzugeben. Und weiter diese gute Botschaft in die Welt zu senden. Amen. Gott is a good work. Wir hören, wie oft hat Christian in der Predigt schon die Stelle genannt und
Bonität und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Jesus hat auch die Kinder zu sich kommen lassen. Und davon hören wir im Markus-Evangelium, im 10. Kapitel. Dort heißt es: Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jüngerinnen und Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte: Lasst die Kinder auch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Da nahm er Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Taufspruch von Noah steht in Joshua, Kapitel 1, Vers 9, lautet: Sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, ist bei dir bei allem, was du unternehmst. Yes. Und wir machen es auf. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Liebe Frau Geschwister, ich freue mich jetzt, unser neues Mitglied des Reich Gottes, unser Sohn Luan, der gerade getauft, die Gemeinde zu begrüßen und auch die Familie dafür zu danken, dass ihr Luan diesen Weg geschenkt habt. Liebe Gott, euch und die Familie. God's good. All the time. God's good. All the time.
Jehovah, 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 Jehovah,
10:55. From 5 minutes earlier, because the place will be packed full. Please come and spend your hour in high school. What's going to happen on that day? Well, on that day, we'll be celebrating our 210th International Gospel Service. And after that, in the park, the weather will be nice. I'll spoken with Petrus. And the weather will be nice. We will grill. And we will eat some African stuff. And we will dance some buka. See you next month, 11th of June.